Jetzt habe ich da gelesen, ich habe ein neues Bonbon freigeschaltet. Das bestimmt auch. Ein Sonderbonbon für Ethan. Da steigt dein Level auf. Und dann entwickelt weiter. Sich? Ja, dann entwickelt er sich zu Bruno. Wer ist Bruno? Bruno Mars. Und fängt an zu singen. Oh. Donnerstag, 11.15 Uhr. Hast du auch einen Schalldämpfer? Nö. Wurde ihm von Mörder nicht mitgegeben. Hey, guck mal, das ist der mutmaßliche Origami-Killer. Er ist bewaffnet. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, was willst du denn? Scheiße. Ich hab tausendmal gesagt, ich will hier keine Junkies haben. Wenn du Stoff willst, ruf gefälligst vorher an. Hey, bleib ganz ruhig, Mann, ja? Bleib cool. Was willst du? Stoff? Kohle? Sag mir, was du brauchst. Wir machen einen Deal, ja? Ich mach dich fertig, Flachwichser! Du kommst in mein Haus, kommst mein Schöne Gitarre. Ich glaube, das läuft nicht so ganz gut für mich. Wenn das so weitergeht, der schöne Ethan. Was, den haben wir dann durch die Gegend geschmissen? Wenn der mit der Flinte erwischt wird, dann fliegt der ein Stück auf die Distanz. Genug. Nicht mehr. Warte, Mann. Du kannst alles haben. Ich hab Stoff. Ich hab Geld. Willst du Stoff? Bitte. Bitte erschieß mich nicht. Ich hab Kinder. Das sind meine Mädchen. Das ist Sarah. Was auf einmal das Foto? Und die Kleine? Aus dem Bademantel? Ist Cindy. Bitte, Mann. Mann, ich will sie wiedersehen. Bitte. Bitte nicht schießen. Ich bin auch Vater. Aber ich habe keine Wahl. Ja, so wird es mir auch, glaube ich, gehen. Ja, sie suchen ihn eh schon. Kein, ist noch nicht mehr schlimm, dir Namen Tato zu verteilen. Ja. Vor allem, sind das nicht eigentlich auch alles Sachen von wegen, dass das eigentlich Ethan nicht sein kann? Warum? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das alles computerisiert ist mit den Sachen. Oh! Weil theoretisch müsste dann Ethans zweites Ich ein massives Computer-Genie sein, aber wo kriegt er dann die ganzen Computersachen her? Wieso soll er das nicht schaffen? Ich meine, so gehst du davon aus, dass der Mörder die ganze Zeit, sobald er einen Jungen entführt hat, vom Computer sitzt? Und wartet. Ich gehe durchaus davon aus, dass das ein automatisches System ist. Du kannst ja eine KI durchaus darauf trainieren, Sachen zu erkennen auch. Oh, guck mal, einen ganzen Buchstaben hat er dir spendiert. Mhm. Solltest du sehen, dass du jetzt wegschwindest, Mann. Nein, habe ich nur K.O. gehauen. Und bin dann gegangen.
So, wer darf als nächstes wieder spielen? Oh, natürlich. Aber diesmal ist er gar nicht so kaputt. Hä? Diesmal ist unser Ethan doch gar nicht so kaputt. Also, mental schon. Auch nicht kaputter als vorher. Ja, vielleicht hat er ein bisschen Flüssigkeit verloren, dadurch, dass er sich übergeben hat. Sie kann ihm Wasser bringen. Mhm. Ja, ich bin ein Mörder, ich weiß. Spiel, danke. Matt, hier ist Sam. Ich habe die Information, die du wolltest. Die Wohnung in der Marble Street gehört einem Dr. Adrian Baker. Er war Chirurg und hat heimlich Junkies Drogen verkauft. Hat ein Vermögen damit gemacht. Hat billig Wohnungen aufgekauft, auch die in der Marble Street. Wurde dann erwischt, war ein paar Monate im Knast und hat seine Zulassung verloren. Interessant. Tausend Dank für die Info, Sam. Hast was gut. Hey, Matt, sei vorsichtig, okay? Das bin ich. Bis später. Kann ich von mir in dem Moment nicht behaupten. Der Eigentümer der Wohnung, da vorsichtig der gewesen. Seinen Finger abgeschnitten hat, lebt hier. Keine tolle Spur, aber ich sollte mich da nicht rausgekommen, wenn wir aus der Nummer haben. Hi. Bei Ihnen soll es Betropen geben. Und zwar rezeptfrei. Sorry, das stimmt nicht. Wiedersehen. Warten Sie. Ich brauche wirklich dringend Ihre Hilfe. Ich habe Geld. Warum haben Sie das nicht gesagt? Kommen Sie rein. Die Wohnung, wo Ethan sich den Finger abgeschnitten hat, gehörte ihm. Ja. Sieht man an der Tapete. So, Sie möchten Betropen, meine Liebe. Schlafprobleme? Wie viel denn? Ich weiß nicht, so ungefähr 3-4 Packungen. Also, das ist kein Problem. Wollen Sie einen Drink? Ich hol mir auch einen. Nein, danke. Alkohol nimmt den Tabletten die Wirkung, nicht wahr? Trinken wir trotzdem auf unseren ersten Deal. Ich habe Sie hier noch nicht gesehen. Wer hat mich empfohlen? Ich weiß nicht mehr. Die Pillen machen mich ganz wirr im Kopf. Die meiste Zeit bin ich völlig durch den Wind. Haben Sie eigentlich viele Kunden? Ein paar. Ich lindere Ihre Ängste. Bin ich schön, dünn, fleißig genug? Ich mache den Mut, die am System scheitern. Eine Art Sicherheitsventil, das Leute vor sich selbst schützt. Ich habe gehört, Sie sollen auch Wohnungen vermieten. Ich suche gerade. Sorry, Liebes. Es ist leider alles vermietet. Schade. Ich suche was in der Marble Street. Denkt sich auch gerade, wie offensichtlich geht's denn noch? Ja, so ein bisschen. Trinken Sie. Ich möchte eigentlich nicht. Ja, dann. Ich danke, aber ich habe keinen Durst. Ich hole das Rezept. Dauert nicht lang. Warten Sie. Der Kerl ist gruselig. Ich schaue nur schnell nach, ob ich etwas finde, bevor er zurückkommt. Da
hast dich ja in deinen Träumen schon mal geprügelt. Möchtest du dich dann nochmal prügeln? Ist mein echt? Ach, der ist alt und gebrechlich. Eben. Muss nichts heißen. Nichts auf einmal Interessantes. Der hat einen ganzen Medikamentenvorrat mitgehen lassen. Das sind genug Schlaftabletten, um eine Armee außer Gefecht zu setzen. Der Doc interessiert sich anscheinend für Immobilien. Unter anderem. Dabei bin ich versehentlich gegen den Sessel gerannt und das hat so ein Geräusch gemacht, als ob eine Tür klacken würde. Zufälle gibt's, nicht wahr? Ja. Haha. Kaufen Sie mir das ab? Ich hab Geld. Das Problem ist, ich weiß nicht, wann er wiederkommt. Das ist richtig. Habe ich doch gesucht. Ich muss eben auf Toilette. Ich finde es ja schon schön, dass die alle ihren Medizinschrank im Badezimmer haben. Ja. Ich hab meinen dann nicht. Hier habe ich die Lösung Ihres Schlafproblems. Träumen Sie schön. Hey, mit dem Baseballschläger kann das jeder. Zu Matthew. Kam angeblich wegen der Volkszählung. Noch so ein verdammter Regierungsspiel. So, Sie interessieren sich für die Wohnung in der Marble Street. Ich habe Sie an Paco vermietet. Ein Freund von mir. Ich habe keine Ahnung, was er da treibt. Vielleicht nagelt er da seine Tänzerin aus dem Blue Lagoon. Ehrlich gesagt, ist mir auch scheißegal. Solange er Miete zahlt, kann er tun, was er will. Aber genug geplaudert. Mir fehlt das Operieren, also ergreife ich jede Gelegenheit zum Üben. Ich habe keine Instrumente hier, also nehme ich das, was da ist. Das macht Ihnen doch sicher nichts aus, oder? Einspruch! Das könnte wehtun. Kennen Sie das? Sobald man mit der Hausarbeit beginnt, klingelt es an der Tür. Halleluja! Ich höre den Besuch los und bin gleich zurück. Und Sie bleiben so. Ah!
Alles, Sir. Ich überbringe Ihnen das Wort Gottes von dieser prächtigen Bibel. Sie kann Ihnen gehören. Für eine Spende von, sagen wir, $5. Nein, danke. Kein Interesse. Kommen Sie, Bruder. Ich glaube nicht, dass Sie am Wort Gottes kein Interesse haben. Wir, seine treue Herde, sollen in seinen Spuren wandeln, wie Johannes sagte. Ah, vielen Dank. Aber ich brauche nichts. Keine Bibel in dieser Zeit der Gewalt ist. Das hilft mir. Die Heilige Schrift bringt Ihnen jederzeit Frieden und Ruhe. Für nur $5. Nochmal für blöd. Keine Bibel für mich. Aber eines Tages sind diese Kreisbewegungen der Ton von einem Charakter bei Fuchs. Ja. R1. Drück ich doch die ganze Zeit. Madison, die weg ist. Wow! Tschüss! Ich sag doch, ich bring Allo. Nee, bisher hast du nur Madison umgebracht. Ja. Oder auch nicht. Ich muss jetzt ehrlich sagen, ich hab gedacht, sie wäre jetzt tot. Das sollte die Szene auch vorgaukeln in dem Moment. Schon sagen, das Nummer 1. Jetzt müsstest du die kluges Mädchen-Trophäe kriegen. Weil du den Drink nicht getrunken hast. Ganz im Gegensatz zu meiner Madison. Hier, nehmen Sie einen Drink. Oh, da war ein Betäubungsmittel drin. Wer hätte das schon ahnen können? Aber ich wollte ihn halt nicht verdächtig machen. Also mich nicht verdächtig machen. Und dann hast du dummerweise die ganzen Fragen gestellt. Ja. Du hast also auch nicht getrunken. Nö. Und du bist die Saalkönigin. Weil du entkommen bist. Yay. Ich halte es für eine sehr gute Idee, die Waffe im Wagen liegen zu lassen. Ja. Ich halte es auch für eine gute Idee, die Verdächtigen allein zu befragen. Gut, das hilft ihm keiner mehr, aber sie alle eh glauben. Sie wissen, was Sache ist. Aber dummerweise wissen sie mal nicht, was Sache ist. Der Regen, ich bin klatschnass. 24 Stunden. Mir bleiben weniger als 24 Stunden, um Sean Mars Leben zu finden. Können Sie das bitte ausmachen?
Norman Jayden, FBI. Können wir einen Moment reden? Bin ganz Ohr. Können wir reingehen? Sie möchten wahrscheinlich genauso wenig wie ich im Weg stehen. Dem ist doch egal. Der arbeitet im Freien. Ich suche den Besitzer eines blauen 83er Chevrolet Malibu. Ist mir scheißegal, wie der Wagen herkam. Oder ob er gestohlen war. Ich will nur den Käufer wissen. Sorry, Mann. Da klingelt nichts. Irgendwie kann ich mir Namen einfach nicht gut merken. Dann werde ich Ihnen mal auf die Sprünge helfen. Sollten Sie den Wagen tatsächlich an den Mann, den wir suchen, verkauft haben, wartet eine lange Zeit im Knast auf Sie, Jackie Boy. Du willst mir Angst machen, Großmaul? Hab dein blödes Auto nicht gesehen? Jetzt verpiss dich. Ach ja, du hast das Auto nicht gesehen. Ich sehe alles. Mit meiner Ari-Power. Blut. Warum ist hier Blut? Ich weiß nicht, ist so ein bisschen ähnlich intelligent wie die Frage, warum liegt hier Stroh auf dem Boden? Ja. Schwein! Ich hab keinen Bock auf deine Spielchen. Ich würde sagen, wir können ihn mit Drogen bestechen, aber die hat Fuchs weggeschmissen. Ja? Ich bin ausgerutscht. Keine Chance, Inspektorchen. Nicht mal dran denken. Nein! Wie gut, dass die Wagen sowieso größtenteils verschrottet werden sollen. Ja. Da kann man auch anstellen, was man will. Sie sagen mir sofort alles über den Mann mit dem blauen Auto. Ach, fick dich doch ins Knie. Ich habe keine Zeit zu verlieren, Jack. Ich will wissen, wem der Wagen gehört. Was du willst, ist mir scheißegal. Ich singe nicht. Du solltest mich jetzt lieber einbuchten. Letzte Chance, Jack. Sie sollten sie lieber nutzen. Oder du tust was. Du willst mich nicht umlegen, was dann? Verhaftest du mich? Fuck! Bist du jetzt komplett übergeschnappt, Mann? Oh, scheiße, Jack. Das war doch nichts. Nur Selbstverteidigung. Ganz genau nach Dienstvorschrift. Töte oder werde getötet. Wow, wow, wow. Halt, das reicht. Mir fällt da gerade was ein. Hm? Ach, geht's doch. Du beruhigst dich und ich erzähl dir was. Ich weiß nichts über den Typ. Ich sollte seine Karre loswerden. Wollte eine neue mit falschen Schildern. Zahlte Cash. Da habe ich nicht nachgefragt. Meinte, wenn alles fertig ist, soll ich einem Kerl Bescheid geben. Paco im Blue Lagoon. Mehr weiß ich nicht. Wir setzen unsere Unterhaltung auf dem Revier fort. Sie sind verhaftet. Sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was... Scheiße, nicht jetzt. Alles, was sie sagen kann und wird? Hey, hast du ein Problem oder was ist los? Ah.
Shit. Was? Die lassen jetzt schon Junkies zum FBI? Gott schütze Amerika. Dafür kriege ich ihn. Ich helfe dir jetzt mal mit einem kleinen Drogenproblem, 007. Dauerhaft. Ja. Tschüss! Das war der FBI-Mann. Nö, du kannst nur entkommen! Drehen! So. Herzlichen Glückwunsch, du hast die Scheiben beschadet gemacht. Sehr gut. Das ist Schüttel. Ein ganzes Stück von der Autopresse entfernt. Ja, aber ich kann nicht genau erkennen, was der da... Schütteln? Jetzt hast du die richtige, du musst es schütteln und dann reißen ist die Aufgabe. Das war's. Er ist weg. Ah, er stirbt genauso wie bei mir. Ich hab's nicht erkannt, was ich da machen wollte. Muss ich ehrlich zugeben. Tut mir wirklich leid. Ich hätte ihn gerne gerettet, aber das habe ich nicht erkannt. Nie mehr Norman Jaden, FBI. Nö. Ich bin da nicht in der Autopresse gelandet. Ich bin vorher aus dem Auto gekommen. Dann hat er mich verprügelt. Ja. Wie gesagt, ich habe nicht mehr erkannt, was die da genau gezeigt haben. Hey, wenigstens haben wir es alle nicht so gemacht wie Yasu. Yasu ist an der Überdosis gestorben. Ach, die hat sich das gespritzt, oder wie? Oder hat sie nicht geschafft, vorher irgendwas zu machen? Du hast, wenn er überlebt, nicht genau. Wenn er überlebt, hast du später nochmal eine Szene, wo er verzweifelt versucht, den Mörder zu finden und um konzentriert zu bleiben, bis du alles selber ihm gesagt hast, sich die ganze Zeit das Zeug nimmt, um nicht abgelenkt zu werden. Und wenn du zu lange dabei brauchst... Okay.